Heute blicken wir auf Ilsebing, die Königin der Laika. Ilsebing wurde am 23. März 1899 in Frankfurt in eine wohlhabende jüdische Frankfurter Kaufmannsfamilie hineingeboren und bekam im Alter von 14 Jahren ihre erste eigene Kamera geschenkt, mit der noch im selben Jahr ein erstes, später weltberühmtes Selbstporträt der Fotografin entstand. Doch bevor sie sich ihrer Leidenschaft beruflich widmete, studierte sie ab 1920 zunächst Mathematik und Physik und wandte sich kurz darauf einem Geschichtsstudium zu. Ab 1924 schrieb Bing ihre Dissertation über den Architekten Friedrich Gilli. Im Rahmen dieser Arbeit entstanden Fotoarbeiten, eigentlich nur zu Dokumentationszwecken seiner Bauten, doch die führten dazu, dass Bing ihre Dissertation 1924 aufgab, um sich ausschließlich der Fotografie zu widmen. Ilsebing erwarb eine Leica und arbeitete von nun an fotojournalistisch und publizierte ihre ersten Reportagen für das Illustrierte Blatt, eine monatliche Beilage der Frankfurter Illustrierten. Zu dieser Zeit begann ihre Zusammenarbeit mit dem Architekten Mart Stam, einem der Architekten des neuen Frankfurts, für das sie fotodokumentarisch arbeitete. Ende 1930 entschloss sich Bing dazu, nach Paris zu ziehen und von dort aus weiter für das Illustrierte Blatt zu arbeiten. Aber sie konnte sich schon bald einen Namen machen in den großen französischen Zeitungen und für die fotografieren. So kam es, dass Bing sich im Laufe der Jahre eine große Fotosammlung aufbaute. Ihre erste Ausstellung 1931 zeigte eine Fotostrecke zu den Tänzerinnen von Moulin Rouge. Es folgten weitere Ausstellungen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Dabei erhielt sie auch ihren Beinamen, Königin der Laika. 1931 lernte Bing den niederländisch-amerikanischen Schriftsteller Hendrik Willem van Loon kennen, der sie dadurch unterstützte, dass er ihre Fotografien amerikanischen Kunden vorstellte. Mit Erfolg. Mitte der 1930er Jahre ging Bing für 3 Monate in die USA, wo sie einen Teil ihrer Werke in einer Galerie in New York ausstellte, wodurch sie weiter an internationaler Bekanntheit gewann. 1933 begegnete Bing ihrem zukünftigen Ehemann Konrad Wolf, ein deutsch-jüdischer Pianist und Musikwissenschaftler. Die beiden heirateten 1937. Nachdem 1940 deutsche Truppen in Frankreich einmarschierten, wurden Bing und ihr Ehemann für 10 Wochen getrennt, kamen in unterschiedliche Internierungslager. Aufgrund einer Amnestie im Zuge der Waffenstillstandserklärung kamen beide wieder auf freien Fuß. Zu ihren Erfahrungen im französischen Internierungslager sagte Ilsebing später: Viele Leute nennen es nur Internierungslager, weil wir ja nicht misshandelt wurden. Ich empfand es als KZ. Getrennt zu sein von meinem Mann, nicht zu wissen, wo er ist, nicht zu wissen, was draußen der Welt vorgeht. Diese Unfreiheit, die absolute Unfreiheit und Degradierung. Ich hatte immer eine Rasierklinge bei mir. Ich war entschlossen, mich nicht von den Nazis internieren zu lassen. Dann hätte ich mir das Leben genommen. Aber man kann viel mehr ertragen, als man glaubt. Es war schlimmer, als man es sich vorstellen konnte. Und man konnte mehr ertragen, als man für möglich gehalten hat. Das Paar blieb einige Monate in der unbesetzten französischen Südzone, bis ihnen 1941 durch die Unterstützung der Artdirektorin bei Harper's Bazaar Camille Snow die Immigration nach Amerika gelang. Snow hatte einen Brief an die amerikanische Regierung geschrieben, in dem sie betonte, dass Ilsebing eine bedeutende Fotografin sei und mit Sicherheit Arbeit in den USA finden würde. Doch der Neubeginn in den USA, der war schwierig. Ihr gelang es kaum, Aufträge für Reportagen zu erhalten. Wurde sie noch wenige Jahre zuvor als eine berühmte europäische Fotografin gefeiert, erlebte sie nun eine völlig neue Situation. Dies hing zum einen mit Veränderungen in der Mode der Fotografie zusammen und zum anderen mit der großen Auswahl anderer aus Europa geflüchteter Fotografinnen und Fotografen. So war Ilsebing immer weniger als Fotojournalistin tätig und konzentrierte sich von nun an vor allem auf Porträts, die sie ausstellte. Zusätzlich verdiente sie durch den Unterricht von Privatstudentinnen und Studenten Geld. 1959 entschied sich Bing schließlich dazu, die Fotografie aufzugeben. In der Folge entstanden Texte, Collagen und Zeichnungen. Ihre Entscheidung begründete sie später wie folgt: Mit diesem Medium konnte ich nichts Neues mehr sagen. Ich habe auf dem Höhepunkt meiner fotografischen Entwicklung aufgehört, mit der Kamera zu arbeiten. Ich konnte damit nicht mehr ausdrücken, was ich erlebte. Waren ihre fotografischen Werke schon fast in Vergessenheit geraten, so erlebte sie 1976 durch eine Ausstellung in New York erneute Popularität. Noch im selben Jahr erwarb das New Yorker Museum of Modern Art mehrere Werke von Bing und viele ihrer Fotografien wurden in einer Wanderausstellung aufgenommen. Ihre Werke wurden für die Öffentlichkeit immer sichtbarer und von internationalen Museen erworben, für die sie in den 1990er Jahren mehrere Preise erhielt. Die neu aufkommende Aufmerksamkeit, die Bing genoss, die lässt sich unter anderem auf die wachsende Faszination und das Interesse an den europäischen Fotografien der 1920er und 1930er Jahre zurückführen. Ilsebing, die verbrachte ihr restliches Leben in New York und verstarb dort am 10. März 1998 im Alter von 98 Jahren.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.